Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute ein paar meiner liebsten Thriller und wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann bleibt jetzt gerne dran. Ich fange einfach direkt mit einem meiner liebsten Thriller-Autoren an und zwar Sebastian Fitzek. Ich habe jetzt hier, ich hoffe ihr könnt es gut erkennen, Sahil ist der Insasse. Ich habe dieses Buch zu meinem Geburtstag bekommen, 2018. Er bringt nämlich meistens einen Monat vor meinem Geburtstag seine Special Editions raus und dieses Buch ist so ein bisschen wie so eine Gummizelle und hat so einen roten Buchschnitt, also vom Design 10 von 10, das ist echt so ein bisschen weicher, wenn man drauf drückt. Aber nicht nur das Äußere ist so toll an diesem Buch, sondern auch der Inhalt. Die Ausgangssituation ist diese, dass der kleine Max Berghoff vor circa einem Jahr verschwunden ist und nur der Täter weiß, was geschehen ist. Dieser sitzt jetzt allerdings im Hochsicherheitstrakt einer geschlossenen Psychiatrie und schweigt. Er sagt nichts dazu. Der Vater von Max kommt dann auf die Idee, sich selbst einweisen zu lassen und wird somit selbst zum Insassen. Dadurch möchte er an den Täter rankommen, quasi irgendwie auch sein Vertrauen gewinnen und dann herausfinden, was mit seinem kleinen Sohn passiert ist. Gesagt getan befindet sich der Vater von Max Berghoff kurze Zeit später tatsächlich in der Psychiatrie und ob er den Täter trifft, was passiert, wem er trauen kann und ob er die Erkenntnis bekommt, die er sich wünscht, das müsst ihr natürlich selber herausfinden. Ich fand das Buch damals extrem gut. Ich glaube, ich habe es damals innerhalb von anderthalb Tagen durchgesuchtet. Ich konnte es nicht aus der Hand legen und war super überrascht. Also nach ein paar Fitzek-Büchern kann man sich immer so ein bisschen denken, wer der Täter sein könnte, weil man so eine Grundstruktur des Autoren erkennt und weiß, wie das ungefähr aufgebaut ist und wer der Täter sein könnte. Allerdings war ich beim Insassen total überrascht, was für eine Wendung das genommen hat und kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Das nächste Buch würde man vermutlich nicht als klassischen Thriller identifizieren. Aufgrund des Covers, es handelt sich um Der Hahn ist tot von Ingrid Noll und irgendwie hat dieses Cover so einen historischen Roman-Vibe durch dieses wunderschöne Model hier vorne. Aber es ist tatsächlich ein Thriller und er ist wahnsinnig gut geschrieben. Hier geht es um Rosemarie Hirte und ich meine, sie ist in ihren 50ern, also eine etwas ältere Dame. Sie fühlt sich super benachteiligt, hatte seit Jahrhunderten keinen Partner an ihrer Seite und behauptet auch, ihre Verlobten seien im Krieg gefallen, sie wäre geschieden, whatever. Auf jeden Fall ist sie sehr, sehr einsam und es bietet sich eine Chance, den Mann ihrer Träume zu bekommen, allerdings geht sie da wortwörtlich über Leichen. Bei diesem Buch ist man einfach auf so vieles nicht vorbereitet und ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass unsere Hauptprotagonistin Rosemarie Hirte, eine Versicherungsangestellte, eigentlich total normal wirkt und mittleren Alters ist. Da denkt man, ja, die sind eher ein bisschen ruhiger, die Damen, aber die hat es voll in sich und begeht Taten, das würde man ihr niemals zutrauen. Also es ist ganz, ganz toll. Also nicht die Taten, aber das Buch. Und ich wollte dieses Buch unbedingt mit in dieses Video nehmen, weil es irgendwie kein klassischer Thriller ist. Also wie zum Beispiel von Sebastian Fitzek, wo man sich fragt, wer ist der Täter? Also man weiß ganz genau, wer der Täter hier in diesem Buch ist. Und es ist extrem spannend zu sehen, wie sie auf den nächsten Mord kommt, warum sie das tut und ob sie halt am Ende wirklich den Mann ihrer Träume durch all diese Dinge bekommt. Also wenn ihr mal einen etwas anderen Thriller lesen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall Der Hahn ist tot an oder auch andere Bücher von Ingrid Noll. Ich glaube, ich habe noch Kuckuckskind und Der Mittagstisch. Auch super Bücher, ich wollte jetzt nicht alle von ihr reinpacken, aber die Autorin kann ich euch wirklich nur ans Herz legen und es ist mal was anderes. Bei dem nächsten Buch sieht das etwas anders aus, hier gibt es wieder mehr Blut und sehr detaillierte Beschreibungen. Ich rede hier von Die Blue Linie von Cody McFadden und also diese ganze Reihe ist so spannend und so gut geschrieben. Ich zeige euch jetzt hier stellvertretend den ersten Band. Ich fand alle super, aber achtet darauf, dass ihr die in der richtigen Reihenfolge lest, wenn ihr sie lesen möchtet. Nicht aufgrund der Taten des Serienmörders, also es ist immer ein abgeschlossener Fall pro Buch, aber die Charakterentwicklung ist halt enorm. Das fand ich auch mit am coolsten an diesen Büchern, dass nicht nur so die Fälle und die Mörder thematisiert wurden, sondern auch so ein bisschen das Privatleben der verschiedenen Protagonisten und deren Verbindung und generell deren ganzen Entwicklung. Das ist super interessant zu lesen. Und gerade bei Smokey Barrett passiert sehr, sehr viel. Und ich glaube, wenn man dann ein Band auslässt, ist man so ein bisschen verwirrt. Auch wenn Cody McFadden das ganz gut hingekriegt hat, dass man in dem nächsten Band immer so ein bisschen nochmal aufgreift, was davor passiert ist. Damit, falls man den nicht gelesen hat, weiß, was ungefähr geschehen ist. Aber es macht trotzdem Sinn, die alle nacheinander zu lesen. Mein nächstes Buch wäre ein Entführungsthriller und zwar Still Missing von Shavi Stevens. Ich glaube, das Buch habe ich letztes Jahr gelesen und ich fand es richtig gut. Ich finde gerade Entführungsgeschichten sehr interessant, sehr spannend und auch
ziemlich gruselig. Hier geht es um Annie O'Sullivan und sie ist Immobilienmaklerin und hat an einem ganz gewöhnlichen schönen Tag eine Besichtigung. Sie ahnt natürlich noch nicht, dass der Interessent kein wirklicher Interessent ist, sondern tatsächlich ihr Entführer. Und die tauschen noch ein paar Sätze aus. Alles super, er wirkt total normal, gepflegt, attraktiv und ja, auf einmal geht das ganz große Drama los. Der Entführer betäubt sie, lädt sie in seinen LKW und fährt sie in eine super verlassene kleine Hütte mitten im Nirgendwo. Und ja, dort beginnt dann ihr neues Leben. Sie merkt dann auch sehr schnell, dass die Chance zu entkommen sehr gering ist, denn ihr Entführer ist super vorbereitet, hat auf alles geachtet und achtet halt auf jede Bewegung von ihr. Und so fängt sie an, sich den Befehlen und der ganzen Routine ihres Entführers zu fügen, damit er ihr nicht wehtut. Und das bricht einem das Herz eigentlich, weil es passiert so viel, was diese Frau eigentlich so kaputt machen müsste. Aber sie bleibt trotzdem innerlich extrem stark und glaubt daran, dass sie entkommen kann. Und ob es ihr tatsächlich gelingt und was alles passiert, müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Ich fand dieses Buch sehr, sehr gut und war zum Teil richtig geschockt, aber ein sehr, sehr starker Thriller. Und mein letztes Buch für heute ist Der Kruzifix-Killer von Chris Carter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr schon mal was davon gehört habt, wenn ihr auf Thriller steht. Hier geht es um Robert Hunter, Detective und Profiler, und seinen Partner Garcia. Und die beiden sind auf der Jagd nach dem Kruzifix-Killer. Der Kruzifix-Killer hat schon vor Jahren eine Reihe an Morden begangen. Und die Menschen lebten im Glauben, dass er gefasst wurde. Allerdings schlägt er Jahre später wieder zu. Und sein Indiz ist ein Kreuz im Nacken der Leichen. Was ich auch richtig gut an diesem Buch fand, oder was ich generell in der Reihe ganz gerne mag, ist, dass Robert Hunter und Garcia wirklich unfassbar sympathische Charaktere sind. Also die sind beide ganz unterschiedlich auf ihre Art und Weise, aber es macht super viel Spaß, die beiden so zusammen mitzukriegen und deren Schlagabtausch. Und im Endeffekt sind die einfach das perfekte Team. So, ihr Lieben, das waren ein paar meiner liebsten Thriller. Wenn ihr einen Teil 2 haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt mir gern wie immer eure Empfehlungen rein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben und vielleicht sogar ein Abo dalassen würdet. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!